Dafür ist man nie zu alt. Und damit grüß Gott und hallo zur Abendschau. Spielen kann man in jedem Alter. Daher ist die Nürnberger Spielwarenmesse etwas für groß und klein. Und in diesem Jahr geht der Trend zu mehr Nachhaltigkeit. Also einfach so wie früher, nur mit Holz und anderen Naturmaterialien spielen. Wer allerdings mehr Abwechslung will, der hat die Qual der Wahl. Aber es ist gar nicht so einfach durchzublicken, an welchen Siegeln und Labeln man sich orientieren kann. Künstliche Intelligenz, sie beschäftigt uns in immer mehr Lebensbereichen. Sie erstellt etwa über ChatGPT Texte, formuliert Ideen, gibt Antworten auf nahezu alle Fragen. Das wirkt sich auch auf Schulen und Unis aus. Was müssen Studierende überhaupt noch können? Wie lässt sich Wissen überprüfen? Die Uni Prag hat jetzt Konsequenzen gezogen und schriftliche Bachelorarbeiten abgeschafft. Zumindest an der Fakultät für Betriebswirtschaft. Wir wollten wissen, wie bayerische Hochschulen dazu stehen. Wer einen neuen Job beginnt, der weiß, wie schwer der Anfang sein kann. Neue Aufgaben, neue Kollegen, neues Umfeld. Besonders schwer wird's, wenn man die Sprache noch nicht spricht. Und besonders schön kann es sein, wenn man an die Hand genommen wird. Eine ganz besondere Geschichte über Integration, Völkerverständigung und richtig nette Kollegen. Er hier ist Fußballer und Entertainer, Jimmy Hartwig. Anfang der 90er Jahre wurde bei Hartwig allerdings Krebs diagnostiziert, gleich zweimal nacheinander. Aber er hat den Kampf gegen die schlimme Krankheit gewonnen und deshalb ist es ihm besonders wichtig, vor dem Weltkrebstag am Sonntag darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Vorsorge ist. Und eine interessante neue Folge von Kreuzer trifft regelmäßig in der Abendschau jetzt. Die ersten Monate im Jahr sind Ballsaison. Das war schon immer so. Ein Highlight seit Jahrzehnten ist der Filmball in München mit Stars, Sternchen und viel Prominenz. Früher war aber offenbar mehr los, wie unsere Zeitreise ins Jahr 1975 beweist. Ich will Musik machen, an die man sich erinnert. Nicht, weil ich so schnelle Finger hatte, sondern weil sie so berührend war. Das sagt die amerikanische Star-Pianistin Claire Huangzi. Auf dem Klavier zu spielen ist für sie viel einfacher als beispielsweise zu tanzen. Ich glaube, das können nicht viele Menschen von sich sagen. Gleich ist sie hier bei uns zu Gast.